Das wird richtig heftig. Dortmund gegen RB Leipzig im Signal Iduna Park. 18:30 ist Anstoß. Und mein Tipp ist... Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Top-Bundesliga-Orakel der Samstags-Spitzenpartie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt. Ich sag mal ein knappes 1:0. Ich sag nur ein 1:0. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich fange gleich mal an mit der ersten Halbzeit. Ich will wissen, wie es ausgeht. Deswegen rupfe ich hier den ersten Booster. So, schauen wir mal. Javi Martinez. Okay, eine Bayern-Karte brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Dortmunder. Und hier haben wir den Außenverteidiger der Dortmunder Borussen, Lukas Piszczek. Legen wir hier hin. 1:0 Dortmund. Franjic. Terrazino. Maro, Jung, Valentini, Yusuf Paulsen erzielt das 1:1. Keine lange Führung der Dortmunder, Bielefeld, Logo und Leon Balogun, Matchwinner. Halbzeitpause, 1:1. Wie geht's weiter? Wir haben Niederlechner, Freiburg, Flum von Frankfurt, Donati, Mainz, Saraguchi, Kuh, Morales, Abseitskarte, Traoré, Köln, Logo und Christensen als Matchwinner-Karte von der Borussia Mönchengladbach. Und somit haben wir eine Punkteteilung. Das kann natürlich auch sein. Beide wollen nicht so viel riskieren, beide wollen nicht verlieren und einigen sich auf ein Unentschieden. Glaube ich aber nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Tipps. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Morgen geht es weiter, beziehungsweise vielleicht nachher noch. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.